Hi Leute, hier ist mal wieder euer Matze-Chill mit einem Legendary Report. Ich bin ja wieder fleißig am Farm mit meinen Monks. Die Leute, die meinen Livestream noch immer verfolgen, haben das ja bestimmt mitbekommen. Und hier sind mal die Legendaries, die ich so in den letzten Tagen gefunden habe. Ja, starten wir einfach mal. Sind zwei, drei gute Sachen dabei, aber das Beste kommt ja wie immer zum Schluss. Wir gehen erstmal hier mit den nicht so guten Legendaries, mit denen fangen wir an. Gitbin. Ich freue mich schon auf den nächsten Patch, weil da sind ja viele, viele Verbesserungen, wie zum Beispiel, dass man dann endlich alle Gegenstände gleichzeitig identifizieren kann. Ich frage mich persönlich sowieso, warum man das nicht schon ganz von vorne gemacht hat. Also, das ergab für mich keinen Sinn. Sagen wir es mal so. Aber jetzt kommt's ja und das wird viel, viel Zeit sparen. Da müssen wir nicht mehr immer hier rechts rumklicken und dann noch 5 Sekunden warten, bis hier die Legendaries identifiziert sind. Ja, das wird toll. Und natürlich auch noch diverse Neuerungen wie mehr XP, mehr MF, mehr Gold Found. Also wird schon cool. Patch 1.0.8 wird eine schicke Sache. So, aber konzentrieren wir uns mal auf die Gegenstände, die wir hier gerade identifizieren. Wir machen weiter, ein Legendary Schild noch, ein Stormschild mit Dex, Stärke, Kombi, ganz blöd. Weiter geht's mit Ikabuts, Stärke, Feuerrisi, könnte besser werden. Dann haben wir einen Crossbow. Gucken, was der so kann. Nicht viel. Also ich hoffe ja immer noch, dass beim Mempo hier gut wird, den ich gefunden habe. Das wäre immer echt, echt klasse. Auch nicht wirklich besonders. Da lohnt sich das ja nicht mal in die Acht zu gucken. Auch nichts. Come on. Okay, gut. Also hier die Gegenstände, die sind eh crappy. Und jetzt der Mempo. Come on. Stärke, Crit. Das wär's doch mal. Stärke. Hit. Always. Hat er immer Always drauf? Ich weiß es nicht. Gucken wir nach. Vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück gehabt. Vielleicht kriegen wir was dafür. Auf ins Auktionshaus. Das Auktionshaus wird uns nämlich verraten, was wir für unsere Gegenstände bekommen. Wir fangen erstmal mit den IK-Boots an. Ich glaube, da werden wir wohl nichts für kriegen. Stärke wird es ja immer so in dem Verhältnis. Wir haben jetzt noch Feuerresi drauf. Oh, yeah. Super viel wert. 150k, yeah. Dann gucken wir nach dem Mempo. Schauen wir mal. Was hat denn der drauf gehabt? Auf jeden Fall Vitalität. Das ist schon mal gut. Eine Stärke wird Kombi. Hoffe ich doch, dass es gut ist. 182. Und dann noch mit. 3 Millionen. Jo. Ja, bisschen weniger. Ah, 3 Millionen können wir ihn anbieten. Hab ich irgendwas vergessen? Nö. 3 Millionen hauen wir den mal rein. Mal 1,5 Millionen bis 3 Millionen. So. Und noch. Ah, ich weiß nicht, also. Warte mal, da ist ein Doppelroll. Da ist Dex und Wit. Dex ist über 100. Ah, relativ low trotzdem. Mit 100. Und noch Vitalität dazu. Ach, 100k. Maximal. Heartwit. Was hat er noch? Ja, ne. Life. Nee, ist nichts wert. Lohnt sich nicht, ins Auktionshaus zu stellen. Ja, das war's schon wieder mit einem Legendary Report. Wenn euch meine Videos gefallen, dann Daumen hoch
Und ja, vergesst das Abonnieren nicht. Wir sehen uns bald wieder mit einem Legendary Report oder mit irgendwas anderes über Diablo. Mal schauen, was mir so einfällt. Also, bis zum nächsten Mal. Viel Glück bei euren Legendaries. Euer Matsujin. Bye, bye.